Hallo YouTube-Freunde, herzlich willkommen bei Knechtschaft und Sklaventreiberei in Byzantisches Reich. Auf jeden Fall haben wir Badianopel und Wettingopel und bald haben wir da auch noch wahrscheinlich Neu-Opel. Oder vielleicht gibt es dann auch einen neuen Audi, keine Ahnung, wir sehen es dann noch, sobald der Ritter da kommt, der Siedler natürlich. Auf jeden Fall zocke ich einfach gerade dort weiter, wo ich das letzte aufgehört habe, weil es ist immer noch die gleiche Aufnahmesession und wenn ich schon mal Zeit habe zum Zocken, dann zocke ich auch. Du bist anscheinend mega reich, lieber Sei Jung, und wenn du mir Geld willst geben für all das Zeug, dann gib doch du mir Geld für all das Zeug und fahr ab. Den Stutz nehme ich aber gern. Da müssen wir schauen, dass du nicht irgendwie auf dumme Gedanken kommst, weil du wirst nämlich mein erstes Ziel sein. So wie das aussieht. Und ja, mit dir gehen wir jetzt aber in die Richtung hier runter. Oh, schau, jetzt hat er da das tatsächlich so gebaut, dass ich da nicht kann eine Stadt bauen. Nicht gut, wie sieht es denn da einen aus? Wart, Moment, ich muss da schnell das wieder einschalten. Da hätten wir nochmal wie, leck ich über Vimeo. Oh, da hat es ja Eisen. Da hat es ja Eisen. Also eigentlich wäre da auch noch cool. Da hat die 1, 2, 3, hat sogar noch die Fisch da drin. Aber sonst eigentlich eben nichts. Also ich wäre da ein bisschen näher wie Mbasa Kongo. Oh, den Platz nimmt man aber niemand weg. Und diesen Platz hier könnte man eben hier den Herr hier unten noch streitig machen. Darum tendiere ich wirklich darauf, mir diesen Platz zu schnappen und eins, das, zwei hier gerade zu kaufen. Und vielleicht das auch noch gerade. Aber das würde ich mir nicht können leisten. Wobei, hey, wieso mache ich denn so viel Stutz? Okay, weil ich natürlich von allen anderen Geld bekomme, das ist ja nice. Oder einmal von fast allen anderen. Also, wir schicken in dem Fall dich tatsächlich hier über einen Begleittrupp, haben wir hier ja auch. Wer ist jetzt dran? Ah, der ist jetzt gerade sogar dran. Okay, dann kommst du mal hier runter und tust hier dem Krieger mal zeigen, wer den länger hat. Der Speer, meine ich natürlich. Gut, was bauen wir denn jetzt? Den Zirkus brauche ich ja eigentlich nicht mehr. Also man kann ja auch das Kolosseum vergessen. Wie wäre es mit so einer schönen Wassermühle? Heißt die Wassermühle? Ja, Wassermühle, ja. Super. Den Panama Strat ist mir egal. Wetting Opel hat sich ausgedehnt. Super. Wir wollen Marmor. Wo kommen wir Marmor rüber? Ich glaube da. Irgendwo da habe ich Marmor gesehen, wahrscheinlich genau auf dem Feld. Leck doch mehr Säule schon auf 9. Krass. Und wie sieht es eigentlich da aus? Busan 6. Panama Stadt 6. Und ist schon Venedig. Wow, krass. Gut, du bist auf 8. 4, 8. Da können wir ja fast mitheben. Aber eben leider auch nur fast. Der Speer bleibt immer noch dort. Du kommst mir mal nicht weiter, sondern bleibst da. Was? Und jetzt können wir schon in die nächste Runde? Ja, dann gehen wir halt wieder in die nächste Runde. Hoppsala, schau jetzt da. Salz hat sich plötzlich einfach so erschlossen. Fleissige Sklaven habe ich da, die umtreiben, natürlich. So, dann nehmen wir das. Und da nimmst du mir, ich würde mir vorschlagen, das. Denn du gehst wo hin, habe ich gesagt. Da hin. Ich weiss, es ist nicht ein guter Ort für eine Stadt, aber ich mache jetzt das rein aus strategischen Überlegungen. Darum kommst du hier rüber. Und nachdem bauen wir mal Kasernen bauen. Und sobald wir die Kaserne haben, fangen wir mal an, ja, uns ausrüsten. Weil der Koloss, das geht dann gar nicht. Das ist eine Beleidigung für alle Badinopelers, dass der nicht in Badinopel ist. Und darum kommt der ganz sicher auf Badinopel. Darum bauen wir jetzt hier noch eine Stadt. Und wir machen hier tatsächlich nicht Konstantinopel, sondern Neuenopel. So, annehmen. Gut, zurück geht's. Das Arbeitsboot schicken wir schnell auf Erkundungstour. Es wäre jetzt eben noch spannend, was da hinten
ist. Komm, wir schicken dich mal hier rüber. Ich werde mal schauen, ob es da hinten etwas gibt. Spierkämpfer bleibt momentan da drinnen. Du machst was, eine Strasse? Du machst mir sicher nicht eine Strasse. Du machst mir zuerst Weideland. Du kannst die Strasse nachher machen. So, jetzt bauen wir Kaserne. Oder wenn wir einfach gerade Kompositbogenschützen machen? Komm, ich baue gerade Kompositbogenschützen. Denn Wetting Opel hat auch 6 Runden. Aber du brauchst zuerst noch eine Bibliothek. Du könntest eine Wasserbühne bauen in 50 Runden. Ja, mach das. Aber kauf mir zuerst das noch und dann gibst mir das noch und mit dem warte ich noch. Weil das ist mir dann doch ein bisschen too much. Aber wir bauen hier tatsächlich die Wassermühle, dass da dann etwas läuft. Dann eben da haben wir gesehen, was ich verliere. Ja, das ist mir egal. Wetting Opel ist gewachsen. Was hast du mir gegeben? Das. Ja, das ist glaube ich okay, weil ich muss langsam mit meinem Wachstum aufpassen. Wobei, ja, komm, wachs doch noch ein bisschen. Wo sehe ich es jetzt schon wieder da? 5 Runden. Soll wachsen. Wir wollen hoch aus. Gut. Du hast 1, 2, 3 von denen. Ich habe 1, 2, 3 von den anderen. Dann kommt hier noch so eine. Und da wollte ich jetzt einfach schauen, ob es da hinten noch etwas hat. Nein, sieht nicht so aus. He? Das war jetzt nicht gut gewesen. Wieso hast du das? Dann muss ich das kaufen, weil das, wegen dem habe ich eigentlich die Stadt dort gebaut. Okay, dann hat es hier einen blöden Ritter gegeben. Dann verschwinden wir hier jetzt mal schnell. Und gehen in die nächste Runde. Wieder mal einmal mehr. Oh, schau, Novgorod hat es gegeben. All right. Gut. Nicht mehr befreundet. Schade. Kommst du da rauf? Ja, dort haben wir etwas gesehen. Währung haben wir entdeckt. Die komme ich nicht rein. Wieso komme ich nicht rein? Weil ihr könntet einfach mal den Platz tauschen, dann wäre das mal so okay. Dann gehen wir Richtung Maschinenbau oder Eisenverarbeitung. Eisenverarbeitung, was ist wieder gewachsen? Baden-Opel. Wunderbar. Ja, gibst mir das. Super. Dann haben wir den Kompositbogenschützen und wir machen im Fall gerade nochmal einen nachher. Gut, nächste Runde. Und dann schicken wir die Leute hier mal in den Süden runter. Was kommt denn da? Ein Frachter. Ja, gut, von dem müssen wir ja keine Angst haben. So, jetzt gehen wir aber hier wieder retour. Da habe ich gesagt, komm ich mal hier hin. Komm ich nicht? Ah, okay, also kommst du halt mal hier hin. Was will ich jetzt mit dir? Ich meine, ich kann ja da. Ah, mal, ich könnte da über. Komm mal da hin. Dann lassen wir dich da in Bereitschaft. Das ist schon wieder etwas gewachsen. Wow, mein Zeug wächst ja da. Das ist ja nice. Aber du müsstest eigentlich da noch ein bisschen mehr wachsen. Oh, die Stadt wird auch gross. Ah, das gibt Kultur und Glauben. Darum machen wir das. Ja, finde ich eigentlich okay. Weil zu fest wachsen musst du mir momentan nicht. Du kannst dann alles später aufholen. Wer ist dran? Ah, du, okay. Der ist aber stark. Da werde ich dann noch müssen schauen, dass ich nicht auf den Sack bekomme. Du, wow, hast du denn noch andere, die auch so stark sind? Okay, I don't know. Wir werden sehen. Da hat sich alles erweitert. Wunderbar. Wieso? Längt das nicht? Wie viel fehlt denn? Ja, genug. Aber vielleicht kann ich ja das da irgend in einer Form. Nein, kann ich nicht. Pech. Also gehen wir halt einfach in die nächste Runde. Oh, wir haben Geld. Beziehungsweise Edelstein. Und da komme ich auch noch einiges Geld über. That's nice. Da bin ich drin. Gut. Und da habe ich das nicht, weil ich das habe. Und das gefällt mir eigentlich so. Besser, da habe ich das. Ja, da habe ich. Ja, das läuft, das ist okay. Komm du mal schnell da runter. Und
du kommst mal hier rüber, dann kann ich mit dir ja schon mal hier rüber. Ich mache immer noch 13. Gut, nächste Runde. Dann haben wir hier gerade noch mal einen Kompositbogenschützen. Ich brauche aber wahrscheinlich noch etwa zwei. Oh, oh, da gibt es Krieg. Fortschrittlich sind Völker. Wir sind ein bisschen weit hinten. Hä? Wieso denn das? Wieso denn das? Das. Ja, super. Wenn ich jetzt dich angreife, machst du nachher fertig. Und da rauf kann ich nicht. Also bleibe ich hier stehen. Du willst mir jetzt hier eine Strasse bauen. Ich wäre aber dafür, dass du mir hier zuerst noch das machst. Weil dann könnte ich nämlich die Strasse eigentlich tatsächlich so bauen. Finde ich eine gute Idee, doch. So und so. Dann haben wir dich. Den schicken wir hier runter. Weil du kommst mal hier hin. Und dann produzieren wir noch etwas. Geld ist momentan nicht mein Problem. Ich glaube, ich muss wirklich noch zwischendurch schnell so eine Kaserne bauen. Einfach, dass ich ein bisschen mehr Power habe. Aber irgendwie ja, brauche ich die wirklich. Brauche ich die wirklich? Ich mag ihn doch auch so, indem ich einfach noch einen draufsetze. Komm. Okay, das hast du mir gegeben. Nimmst du mir. Jawohl, das ist gut. Wobei, du kannst wachsen, mein Lieber. Du kannst wachsen. Dann wachs doch da bitte schön. Dann haben wir sie 5 Runden wieder. Gut, das ist doch okay. Du könntest zwar auch wachsen jetzt. Wie lange geht es denn da? 21 Runden? Ah nein, warte, ich habe falsch geschaut. 3 Runden? Ja, komm, das ist okay. Nächste Runde. Wir wollen das gleich haben. Wir wollen das sehr gleich haben. Fernen Land, in einem fernen Land. Gut, gut, gut. Was machst du? Hausch ab. Wunderbar. Dann kann ich. Habe ich die Optik noch nicht? Bin ich gut? Ich will übergehen, dafür habe ich die Optik gar noch nicht. Also komm, baue jetzt die Strasse. Dann bleibst du da. Du kommst hier über mit dir. Greife jetzt halt gleich an. Komm, ich mache dir den Gefallen, blöde Sich. Okay, da möchte ich gerne einen Schrein haben oder einen Frachter. Ein Frachter wäre natürlich auch cool. Eine Dromone wäre aber auch schön zu haben. Da könnte ich nämlich hier mal ein bisschen aufräumen. Komm, wir machen so eine Dromone, einfach weil ich Freude daran habe, so eine Dromone zu haben, weil dann können wir vielleicht die dann sogar brauchen, für diese Stadt hier einzunehmen. Und das wäre doch etwas. Ich weiss zwar nicht, ob ich als erstes wirklich da in... Hey, ich hab's gewusst! Du verdammter Sack, du! Okay, wir wählen die Optik. Nein, den Kompass brauche ich. Muss ich wirklich den Kompass? Reichweite. Aber ich kann doch Wasser. Da. Ermöglich... Ah, nein, ich muss jetzt erst Optik haben. Okay, also du musst einfach wieder rein. Du kannst hier bleiben. Die wird jetzt am liebsten angreifen. Aber es ist noch eine Runde zu früh. Glaube ich. Wobei, es geht. Ich meine, hier hinten kommt gerade wieder einer. Da habe ich ja 3. Du bist ein Schwächling. Also ja, ein Schwächling. Nicht wirklich. Vor allem, ich bin auf offenem Gelände. Komm du mal hier runter. Dann zwingen wir dich hier rüber. Oder hier rüber und dann kann ich dich angreifen und vor allem kann ich dir den Weg abschneiden nach oben. Okay, du kannst doch noch fahren. Fahr hier rüber, bitte schön. Weil sonst gehst du mir hier noch in die Stadt rein und das bräuchte ich. Ja gut, mal wäre es auch okay gewesen, weil, wenn es mich nicht täuscht, habe ich die Politik, die Sozialpolitik noch nicht freigeschaltet. Das schauen wir jetzt gerade schnell. Mal? Nein. Wo ist denn die? Ist die da, wo mir Garnison gratis gibt? Da. Also ich könnte eigentlich nachher auch Richtung Ehre gehen. Das wäre eigentlich noch gut. Sehr schön, sehr schön. Denn neue Opel ist gewachsen. Du gibst mir das, finde ich okay. Ja. Und dann wählen wir eine neue Produktion. Oh. Ja, machst du mir das. Dann musst du dann hier nachher aber noch eine Mine bauen. Jetzt würde ich gerne
Nochmal so ein Speerkämpfer, ach. Ja, wette ich. Du musst eine Runde noch warten. Dann kommst du. Schau jetzt, du bist. Ah, du bist ja dich natürlich am heilen. Komm da mal rüber. Sollen wir jetzt tatsächlich schon den Krieg erklären? Hast du irgendetwas? Nein, du bist natürlich überall auf Null. Also komm du auch noch schnell heilen. Dann gehen wir da richtig so. Du machst hier noch eine Strasse. Du kommst hier rüber. Und dann das haben wir gemacht. Da, hey, ah ja, das haben wir auch gemacht. Ist alles okay. Kabul wird angegriffen. Ja, das ist mir egal. Das ist ja am hintersten Ecke von dieser Welt. Und was dort läuft, interessiert mich nicht. Das hier ist spannend. Und da muss etwas gehen. Und zwar wirklich, wirklich bald. Jetzt kannst du wassern. Spähen, wassern. Ja, also dann tu das. Mach das. Und jetzt könnte ich doch eins führen, angreifen, schiessen. Angreifen, aber der ist noch im Weg. Woher kommst du eigentlich? Wo hat es denn da noch ein Barbarenlager? Es hat ja gar nie einen Eis. Und gut, ich könnte mir natürlich einfach auch noch ein bisschen skillen da. Ah, da hat es Eis. Alright. So viel zum Thema Skillen. Nicht gut. Du bleibst mal da stehen. Dann gehen wir weiter Richtung. Krieg, der heisst Metallguss, also machen wir Maschinenbau. Oh, er ist schon im Mittelalter. Wow, schlecht. Moment, wann erklären wir den Krieg? Sobald ich hier noch 1, 2, 3. Das wird aber knapp. Komm, wir gehen mal in die nächste Runde, dann schauen wir weiter. Du bleibst hier, das ist okay. Aber eben die brauche ich schon auch noch hier unten. Offene Grenzen ablehnen, wenn wir nicht. Ah, du verschwindest dort. Jetzt gehen wir mit dir da Richtung Süden runter. Und mit dir auch. Mit dir bleiben wir. Mit dir machen wir das. Und überlebe ich da. Ja, das überlebe ich. Gut, dann wählen wir zuerst noch die Produktion aus. Und zwar brauche ich noch mal so einen Kompositbogenschütz. Da könnte ich einen Schrein brauchen. Dann komme ich mit dir mal hier hin. Das ist sehr gut. Die kann ich dann hier. Sagen Sie jetzt nicht. Nein, ich sage es jetzt nicht laut, weil sonst gehört es vielleicht noch und macht noch etwas dagegen. Und das wollen wir nicht. Du kommst hier hin. Wir werden die Strasse noch fertig haben. Du machst sicher nicht das, sondern das. Der Speerkämpfer kommt hier runter, mal auf das Feld und du kommst mal auf das Feld. Dann können wir von hier angreifen, du kommst von hier hinten, ja, wobei das ist doof, du müsstest eigentlich müsste noch einer von hier kommen, also dich müsste ich hier übernehmen. Okay, dann haben wir hier wieder eine Stadt, die gewachsen ist. Was gibst du mir? Gibst du mir das? Alright, nehmen wir. Was bist du? Den Schrein machen. Gut, nächste Runde. Und dann sind wir, glaube ich, gleich mal parat für den Krieg. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zum Beispiel. Nein, doch nicht. doch nicht. Wir gehen hier mal noch 1, 2 runter. Jetzt ist die Frage. Komme ich mit dir so oder komme ich mit dir so? Und was mache ich mit dir? Mal dich wegfetzen. So, gut. Dann haben wir eine freie Politik. Das gibt mir ein kostenloses Aquädukt. Wenn wir das jetzt, oder eigentlich bräuchte ich Effektivität mehr, Kampfbonus gegen Barbaren. An den Spielen wie ein Barbaren, blablabla, mit den Barbaren, blablabla, bei jungen Produktionen. Es wäre eben schon cool da, aber ich wette, das Aquädukt noch nicht haben. Ich mache es eher, weil es geht wirklich, wirklich immer wie mehr Richtung Krieg. Warte mal schnell. Entschuldigung.
Da kommen wir mal so und dann so. Jetzt, was mache ich mit dir? Mit dir mache ich. Ja. Komm mal da runter, schauen. Und du kommst hier runter, schauen, dass du hier rüber kannst. Dann kannst du ja mal da. Und dann, ja, gehen wir in die nächste Runde, ja. Oder? Mal, mal, mal. Alles richtig gemacht, alles gut gemacht. Was machst jetzt du da? Wenn wir, ja, da drauf. Oh, hallo, Ile Ah, Ife. Au, Shuraye, Assyrien. Au, Assyrien. Wir gehen da wieder retten. Du bleibst, du solltest da mal heilen. Dann haben wir die Karawane. Braucht denn irgendjemand? Nein, nein, da, doch. Mbasa Kongo. Quest. Sie möchten Ressourcen Eisenhandel, wenn Straße zwischen den Hauptstädten. Ah, der wünscht, dass eine Straße errichtet wird. Aha. Okay. Das schauen wir noch, wenn wir das machen. Wir nehmen Anzählebälle. Mal Mbasa Kongo. Einfach so zur Abwechslung. Damit wir auch dort noch fremde Welten und Kulturen gesehen haben. Jetzt, entweder muss ich jetzt den Krieg erklären. Kommt das gut? Also ich kann theoretisch einmal angreifen, zweimal angreifen, hier dazwischen stehen. Dann kann ich aber hier nicht wirklich angreifen. Und du bist sackstark. Da werde ich dann wahrscheinlich auf den Sack bekommen, bis du kommst. Aber ich könnte mit dir noch fahren. Ja. Könnte ich, mit dir kann ich auch noch fahren. Was hast du? Ah, du hast eben da das komische Vier. Ah, das habe ich ja auch. Das ist Wasser. Okay. Ja, also wenn, dann müsste ich jetzt den Krieg erklären. Aber ich gehe jetzt zuerst mal noch einmal auf Produktion. Gold bräuchte ich langsam aber sicher. Also bauen wir einen Markt. Denn du könntest nochmal etwas brauchen, wie zum Beispiel ein Zirkus. Ja, einfach, dass das mit der Zufriedenheit wieder ein bisschen oben runterkommt. Denn mit dir warte ich. Du kommst schon mal sicher. Kommst du eigentlich nicht schneller da runter? Mal. Also, mach doch das in dem Fall. Jetzt warte. Du, nein, du musst so oder so da reinkommen. Du wartest, du wartest, du wartest. Du wartest auch, weil wir werden dann in der nächsten Folge sehen, wie es geht und ob der Krieg kommt. Und darum danke ich jetzt einfach mal vielmal, dass du dabei gewesen bist. Und ich hoffe, du bist dann das nächste Mal dabei, wenn die Action anfängt. In dem Sinn, Cheers!